Der Rückseite, fuck! Excuse me, are you retarded? Entschuldigung, sind Sie geistig behindert? Was zum... Alexi, Bexi. Nam, 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 nam. Hi zusammen und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video für zwischendurch meinerseits, bevor es mit den großen, richtigen Videos weitergeht, die eure Gelüste befriedigen. Wobei, das hier lindert eure Gelüste nicht minder, oder? Oh, was für ein Rhyme. Ich sollte Bars bitten und Rapper werden. Heute geht es, wie ihr im Titel gesehen habt, nicht um Chinas Schrott, sondern um China Gold. Und warum? Weil es scheinbar auch Dinge von da drüben gibt, die richtig was drauf haben. Und ich glaube, gerade bei diesen Teilen hier hat das auch einen Grund, denn die Menschen da drüben mögen es scheinbar nicht unbedingt oder finden es vielleicht ziemlich schwierig, andere Sprachen zu lernen, reisen aber dennoch gerne wie die verrückten Touris durch die Gegend und brauchen dann etwas dabei, was denen hilft, im Alltag klarzukommen. Hashtag, oh, that was laziest, nein. Ach, ach, denn heute geht es um Übersetzer. Oh mein Gott, bist du allzu langweilig geworden. Nein, darum geht es doch gar nicht, sondern hier geht es tatsächlich um Helferlein, die euren Alltag erheblich erleichtern können und vielleicht sogar auch einen kleinen Lerneffekt oder Lernfaktor mit sich bringen. Nummer 1 von Xiaomi. Das, ja, ja, das, dann von Boileo, der AI-Translator in groß, und von Boileo, der AI-Translator in klein. Womit fangen wir an? Mit Markenware, oder? Ihr seid ja so kleine Markenschlampen. Also los! Zugegeben, wir fangen dann damit auch mit dem schwierigsten Kandidaten an, denn dieses Ding funktioniert nicht allein. Dieses Ding funktioniert nur mit einem Telefon an seiner Seite. Hier oben links. M. Produktshot. Lautsprecher. Sieht aus wie eine Apple TV Remote. Auf der Oberseite nichts, auf der rechten Seite nichts, auf der Unterseite nichts, auf der linken Seite nichts, auf der Rückseite noch mehr Zeug. AI. Und der Deep Grey. Packen wir nochmal aus. Finger zu groß da. Ah, jetzt. Anleitung. Oh, oh. Aha. Gut, also doch so viel auf Englisch, das hilft weiter. Erstmal gucken, was noch drin ist. Ein Micro-USB-Kabel. Bitte Anleitung lesen. Was haben wir noch? Nichts. Widmen wir uns dem Gerät. Das hier ist ein AI-Übersetzer, ein Simultan, ein Instant-Übersetzer. Mikrofon, Lautsprecher und diese typische Wippe. Oben, unten, links, rechts, Powerknopf. Und auf der Unterseite Micro-USB-Anschluss bzw. Headset-Anschluss. Lass das Ding doch erstmal einschalten. Mal gucken, was passiert. Oh. Ah! Ja? Ihr seht also, beim ersten Mal einschalten hilft uns das nicht unbedingt weiter. Deswegen sind wir jetzt auf unser Telefon angewiesen. Und zwar mit der App Moju. Moju, AI Translator. Start using now. If you have a Moju Translator, you can connect it here. Press together. Okay, press together. Wie dumm ist das denn? Ich kann nicht mal ein Wi-Fi aus... Okay, pass auf. Keep your phone and Moju within 20 cm. Turn up phone volume if fail to connect. Was? Was zum... Was? Wow. Start pairing. Input 4-digit pairing code. Hold down. Power volume up. Was? Oh Gott, mit der iOS funktioniert das leider nicht. Mit der Android-App funktioniert es leider auch nicht. Und der Umweg über WeChat ist mittlerweile irgendwie auch tot. Und deswegen... Ist das hier eigentlich eine Version, die man sich quer in den Arsch schieben könnte? Sie ist vielleicht nett gedacht, aber schlecht gemacht. Widmen wir uns doch einfach mal Übersetzungstools, die auch vernünftig gemacht sind. Achtung! Boile, ole, boile, ole, hey, hey, olalai. Irgendwie kommt mir da so ein Song im Kopf, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Egal. Angefangen mit der kleinen Version. Lass doch mal gucken. Product Chart. Auf der Oberseite nichts, rechte Seite nichts, Unterseite. Barcodes, Modell K1, Color Black. Auf der linken Seite nichts und auf der Rückseite Intelligent Translator. 45 Sprachen, 8 Systemsprachen, Wi-Fi, Face-to-Face Translation, Happy Chat und Quick Translation of Sound Recording. Shenzhen Bole Intelligent Co. Limited. Fuck, ob das legal ist. Was haben wir noch? Oh, wie schön. Micro-USB-Ladekabel und... Wow, die hat ja jemand mitgedacht und auch ein bisschen Englisch mit eingepackt. Real-time intertranslate the coverage scope may change after the software update. Ist das eine sexuelle Zugehörigkeit? Ist das eine Identifikation? Intertranslate? Also, okay, was haben wir denn hier? Sonst sind hier auf der Vorderseite nur noch 3 Knöpfe. Mikrofon, auf der Oberseite... Was? Und auf der Unterseite Micro-USB-Anschluss. Auf der Rückseite Code, Lautsprecher und... Plastikschale und das war's auch schon. Lass doch mal anmachen. Das ist der Boileo K1. Touchscreen und der Möglichkeit, 4 Symbole bzw. 4 Menüpunkte auszuwählen. Übersetzu.
Konferenzaufnahme und einstellen. Und was macht man jetzt mit so einem Ding? Nun, man kann jetzt entweder was aufnehmen, eine Konferenz live führen oder etwas Schritt für Schritt, Satz für Satz, Wort für Wort übersetzen lassen. Lass doch mal gucken. Man klickt drauf und das ist tatsächlich das grundsätzliche Prinzip dieser Real-Time-AI-Übersetzer. Wenn Sie dann einmal eine Internetverbindung haben, in dem Falle Wi-Fi oder LTE, je nachdem, was ihr euch für ein Modell besorgt habt, habt ihr denn hier diese Live-Übersicht, die eigentlich viel zu groß ist für dieses kleine Display. Und da kann man sagen, von blau zu rot oder von rot zu blau. Bedeutet also, wollt ihr in eurer Sprache zu einer Zielsprache etwas hinübersetzen, dann redet ihr in der blauen Sprache. Wollt ihr etwas übersetzt bekommen von einer ausgehenden Sprache in eure Zielsprache, dann nehmt ihr die rote Seite. Und jetzt will ich etwas übersetzen lassen, Deutsch zu Englisch. Dann drücke ich hier also auf die linke Taste, weil das ja das meine Sprache ist. Und dann passiert Folgendes. Hallo, ich habe Hunger. Hello, I am hungry. Oh, magic. Sounds great. What would you like to eat? Klingt gut. Was möchten Sie essen? Fuck. Oh, ich hätte gerne Rindernacken. I would like to catch a horse. Excuse me, are you retarded? Entschuldigung. Sind Sie geistig behindert? Ja, deswegen benutze ich ja auch einen Übersetzer und kann die Sprache nicht selber. Yes, that's why I also use a translator and cannot speak the language myself. Yes! Aber Moment, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass es ein bisschen schäbig klingt. Deswegen, dieses Teil hier, genau dieses Teil hier gibt es ja auch in groß. Das hier ist der Boileole AI Translator in groß. Boileole W1 Translator. Oh, einmal so viel. Auch viel hochwertig verpackt. AI Translator User Manual. Oh, guck mal, sogar in Farbe. Oh, USB-C auf Klinke Adapter und USB-C Ladekabel und ein SIM-Pin, so wie es sich gehört. Okay, das war's dann auch. Dieses Gerät, das größte von allen, hat tatsächlich die Funktion, die ich eben ein paar Mal genannt habe. Und zwar, hier könnte man eine SIM-Karte einstecken für unterwegs, falls man mal kein Wi-Fi zur Verfügung hat. So good! Auch wieder ein Display, aber ein sehr viel größeres Display. Piano, Lack, Finish mit Mikrofonen. Auf der rechten Seite auch Alu. Alles Alu. Das ganze Gehäuse, Mikrofon, USB-C-Anschluss. Und auf der Rückseite, fuck! Eine Kamera mit LED-Blitz. Wow. Wir halten hier ein fortschrittliches Stück Technik in der Hand, das uns dabei helfen kann, im Alltag zu überleben und klarzukommen. Lass mal einschalten, die Scheiße. Aber Sprachen auf dem Alter nur mal. Intelligent Translator, wie soll sowas denn lesen? AI Translator. Wow. Warum auch hier wieder zwei verschiedene Schriftarten? Haben die Lizenzprobleme, dass die immer nur pro Schriftart ein Buchstabe benutzen dürfen oder was? Willkommen im Boileole W1 AI Translator. Und ihr seht ja auch, dass hier schon ein bisschen mehr los ist. Also in dem Übersetzung, Aufnahme, Konferenz, das, was der Kleine davor konnte, gibt es jetzt auch eine Fotoübersetzung, mobilen Hotspot, Bluetooth-Funktion. Oh mein Gott! Es klingt auch sehr viel besser. Und dazu nehme ich jetzt die Tasten an der Seite, was tatsächlich viel geiler ist. Hallo, ich muss dringend aufs Klo. Hello, I urgently need to go to the bathroom. Oh shit, but you need to pay for that. Oh scheiße, aber dafür musst du bezahlen. Aber warum? Fragezeichen. Sind wir hier in Deutschland oder was? But why? Are we here in Germany or what? No, but we like to fuck with people like you. Nein, aber wir mögen es mit Leuten wie dir zu ficken. Okay, das kann man auch falsch verstehen. Also umgangssprachlich, also ihr wisst, was ich, also, ne? Angenommen, wir machen mal einen Urlaub woanders. Hebräisch, Israel. So, was man. Ich muss dringend aufs Klo. Französisch. Nicht, nein, Deutsch, ja gut, das bräuchten manche auch, Deutsch zu Deutsch. Aber machen wir Französisch. Hallo, ich mag Ihre Tochter. Bonjour, j'aime ta fille. Mais ma fille est un homme. Aber meine Tochter ist ein Mann. Oh scheiße, dann muss ich dringend los. Tschüss. Oh merde, alors je dois aller au revoir de toute urgence. Wir finden heraus, dass wir uns tatsächlich schon auf Sätze beschränken müssen oder auf Aussagen einigen müssen, die nicht zwingend umgangssprachlich, sondern eher formale Sprache benötigen. Moment. Tschüssi. Danke. Oh, ich sollte mehr Duolingo oder Bubble machen, dann bin ich König dieses Übersetzers und kann das hier auf jeder Party durchspielen. Schöttbulla? Frikadellen. Ah, bitte nimm mich hart. Please take me hard. Oh, mit diesem britischen Akzent wirkt das auch gleich viel geiler. Fick dich und deine Mutter, du Hurensohn. Fuck you and your mother, you son of a bitch. Oh, perfekt für YouTube-Kommentare. Da, Polski. Kurwa. Ha! Dwa piwo, proszę. Zwei Bier, bitte. Oma Walka.
Waschbecken. Gut, oder? Ja, ich so als Halbpole. Kacke. Oder so schön beleidigen auf Norwegisch. Du bist ein Hurensohn. Du bist ein Hammerson. Da sind wir alles mit Son. Hurensohn? Pluckerson. Ja, da sind wir alles mit Son. Bäckersohn. Bäckerson. Ich bin raus. Aber das Tolle ist ja, ihr seid nicht nur auf die integrierten Wörterbücher angewiesen, die auch immer wieder übers Internet aktualisiert werden, sondern ihr könnt tatsächlich auch eigene Wörter oder Umgangssprachen oder Floskeln oder sowas aufnehmen und sie dann den Wörterbüchern hinzufügen. Und Konferenz ist übrigens etwas, falls mehrere Leute solch ein Gerät haben. Warte, wir haben noch hier das Kleine. Machen wir das mal erstellen. Fügen wir den mal hinzu. Jetzt was essen. Eat something now. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, man könnte theoretisch vor Ort ein Hauptgerät haben. Alle anderen haben das bei sich in der Tasche und das ist so eine Art Simultanübersetzer, während man irgendwie eine Führung macht oder so. Dann drückt man kurz drauf. Die wichtigsten Etappen werden da reingelabert und jeder kriegt es dann so auf sein Gerät live übersetzt. Haben wir natürlich noch hier, weil wir die Kamera haben, die Fotoübersetzung. User Manual. Kriegt ihr das auch scharf? Oh ja. Erkennen. Es wird erkannt. Oh, Benutzerhandbuch. Benutzerhandbuch. Guck mal, geil. Tippe mal auf Chinesisch zu Deutsch. Mal gucken, was passiert. Erkennen. Im Teil hier. Tastenbeschreibung, Stromversorgung, Mikrofon, Englisch. Ach so, der hat jetzt auch diesen Teil noch. Das ist natürlich... Was will man mehr? Ah, schön. Da habt ihr es also. Das war eine kleine Auswahl für euch in Sachen China Gold. AI Translator. Das, was da drüben gerade echt hip ist und was eigentlich jeder Arsch mit Ohren mittlerweile in der Hosentasche trägt. Es funktioniert. Für das Grundsätzlichste, für schnell mal eben unterhalten oder für schnell mal was wissen. Ist das, finde ich meiner Meinung nach, sehr viel besser, auch so eine, auf so eine dedizierte Lösung zu setzen. Das hier würde ich tatsächlich direkt auf den Müll schmeißen. Das hier ist, naja, für günstig, für um den dicken Daumen 100 Euro okay. Wer aber tatsächlich ein Smartphone-Feeling, Qualität eines Smartphones haben will, also auf so wenig Kompromisse wie möglich eingehen möchte, der sollte sich dann für knapp 150 Euro dieses Teil hier gönnen. Das macht richtig Spaß. So, und beim nächsten China-Schrott können wir uns dann wieder über Dinge aufregen, wie diese Scheiße hier. Aber nächstes Mal erst!